So, morgen früh geht's los. Wir kaufen wieder mal ein Auto. Und Alexandra ist richtig erfreut darüber. Ich habe meine Hose noch nicht zu. Sieht dich keiner. Warum bist du eigentlich nicht so erfreut darüber, dass ich wieder ein Auto kaufe? Weil du noch 5 andere Projekte hast, die du erstmal machen kannst. Wir essen jetzt Dorschfeil. Und hier, unsere Katze ist auch. Hat richtig Bock. Komm. Ich hätte richtig Bock auf Kerle. Also, wenn ihr Bock habt, kommt auch her. Ich hätte auch Bock auf euch. So. Oh, fast die Bildschirm abgebrochen, weil ich mal Kaffee gekriegt habe. Wie schön ist es, dass wir durchfallen. Morgen früh um 7 geht es auf jeden Fall los. Ich hole eine fette Karre mit Basti. Und Alexander freut sich richtig, dass ich ein neues Auto kaufe. Kannst du das Ding von mir weghalten? Auch mal ein bisschen, dass hier unser Licht aufgeht. Dass wir hier auch den Durchfall sehen. Guck mal. Gibt richtig leckeren Durchfall. Bestellt auf die Minute. Weißt du, dass ich das schnell bekomme? Nein. Mit Basti zusammen? Nein. Warum nicht? Weil ihr dumm seid. Was mit dir? Kannst du jetzt bitte die Schildzeit vom Ding aufmachen? Okay. Aus Gründen wollte ich jetzt deine Pommes nehmen. Die sind eh scheiße. Hör auf. Die sind kalt. Mhm. Weißt du, wie wenn du die machen würdest im Backofen? Oder hast du die gemacht? Aber so schlimm ist es wirklich nicht wegen dem Auto. Wir helfen ja jemandem. Genau. Hey Leute, könnt ihr mir mal helfen? Ich hätte gern mein Fahrrad verkauft. Kauft ihr es? Für 10.000 Euro. Kauft ihr es? Ja. Und ihr? Ja klar, gern, Alex. Dann helfen wir dir. Wir sind richtige Freunde. Ja. Du hast ja dann keine Zeit mehr, du hast ja ein neues Projekt. Gar nicht wahr. Das mache ich mit Basti. Was du anteaserst wie den hässlichen Golf. Was war's? Nee, war mal Volvo. Was war denn? Was? Was? Übelst krasses neues Projekt, ey. Ich bin übelst krasses neues Projekt. Und dann machst du die Spanne so hoch und im Endeffekt steht da einfach nur ein Volvo. Ja, ich meine, nur, ich baue was Cooles für die Messe. Hm. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber es ist gut. Es ist 2.23 Uhr, der Wecker klingelt 6.30 Uhr. Ich bin dann voll. Wir waren auf einer Geburtstagsparty. Alex hat richtig schlechte Laune, aber wir schlafen jetzt. Bis gleich. So, bin wieder im Zug überfahren. Guck mal, Basti gleich kommt. Diese Katze, ey. Das ist ein bisschen. Ach, zack, ein Schrank. Top. Mal gucken, wann Basti kommt. Das geht's für dich gleich richtig los hast hier, schon gleich mit Filmen, oder? Das war geklingelt. Nee. Alex köpft uns komplett. Nö, die dich! Uns, die heißt uns ich. Dich! Ich hab jetzt schon die Katze versteckt. Ich werd dich köpfen. Ich such mein Pokémon hier noch. Du bist echt fit. Ja. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call to quits. Yeah, gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah, better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all of it. You better move, you might get knocked out. So, die wunderschönen guten Morgen. Jetzt mal von mir ein bisschen frischer. Ich habe jetzt hier locker eine halbe Stunde verbracht und habe mein Portemonnaie gesucht. Dabei war ich gestern ein bisschen am Süffeln. Aber Alexandra hat ihre Handtasche einfach dort hängen lassen. Nett. So, wir fahren mit unserem fetten, feinen T5 und Basti seinem Hänger.
Scheibenwischwasser. Das ist ganz schön wenig. Meinst du, es reicht? Was? Meinst du, es reicht jetzt so mehr Scheibenwischwasser nehmen? Ich weiß ja nicht, wie viel drin ist. Ich habe nur einfach zur Sicherheit. Ist das gerade dein Bewerbungsarbeiten oder was? Das ist mein Probearbeiten hier. Ich habe jetzt Alex doch wach gemacht. Ich dachte, sie tötet mich, aber sie hat das Portemonnaie und ihre Handtasche dort liegen lassen, wo wir gestern waren zum Geburtstag. Auch cool. Und schlecht. Ja, gut. Einmal durch Deutschland ohne Ausweis, das ist ja nicht schlimm. Ich sehe aus wie ein Gebüschke, das sieht man doch. So, hier, frischer, fetter Bus. Bisschen Laub haben wir drin. Genau, also habe ich jetzt schon gesagt, was wir machen? Ich weiß es gar nicht. Basti und ich, wir haben uns. Ja, nochmal, ich muss das Ding drehen, damit ich uns sehe. So. Basti, und liegt das? Wir brauchen hier einen Weitwinkel. Das ist ja der Hammer, da kriegst du die Krise. Da kannst du dich am besten die ganze Zeit nur so filmen. Ne? Basti und ich, wir haben. Das ist doch scheiße. Niklas, Weitwinkel. Basti und ich, wir haben vor, heute Carsten Wills sein 2er Golf zu kaufen. Oh, da ist eine dicke Patte. Weil Carsten Wills zu viele Projekte hat und er auch nicht mehr rumkommt. Und ich habe eigentlich auch zu viele Projekte. Übelst krasses neues Projekt, ey. Ich bin übelst krasses neues Projekt. So wie es Alexander gestern schon gesagt hat, aber wir haben uns dazu entschlossen, zusammen den Golf zu holen, zusammen den Golf dann fertigzustellen und einen schönen 2er Golf mit einem Boomerang-Kit dieses Jahr euch zu präsentieren. Das ist der Plan heute, mal gucken, ob wir bis nach Hause kommen. Und ja, hier sieht es auch wunderschön aus auf dem Hof. Ich bin hier echt super gerne, ich tritt mal schnell rum. Ja, mit dem Volvo, die fette. Richtige Mundfäule. Ich hab dir auch noch wilde Sprachnachrichten geschickt, gell? Ja, sicher. Du hast gesungen sogar. Basti! Wir hören schöne Musik. 80s, 80s. Okay, das Lied ist vorbei. Ich sitz gar nicht. Du musst einen Wischer anmachen. Nee, deine Hände sind. Du fährst gerade in der Einbahnstraße. Hör auf. Du willst drehen müssen. Basti, rufst mich bitte mal an, wenn du losfährst, dass ich aufstehe. Du fährst falsch. Das kann ja auch nicht sein, das kann er doch gar nicht. Ich kann auch nicht singen. Warte, haben wir das zugemacht? Bevor, wenn die Katze einen Fluchtweg erkennt, geht die raus und lässt sie sich von irgendeinem anderen Kader bolzen. Ah, so, Getränkelager, Stahlwerks. Ich hab schon überlegt, einen Kasten mitzunehmen, einen Kasten hinzustellen. Einen Kasten? Wir stellen einen Kasten hin, ey. Hä? Was ist das eigentlich, Alter? Arizona. Das ist ein Riesenbottich, warum die mitnehmen, wenn die mal. Was ist das? Red Bull White Edition. Kokos. Winter. Hier, Mountain Dew. Oh, Mountain Dew! Wir schnappen uns noch schnell zwei Brötchen und dann machen wir es mal los. Schön eine Menge vorher gefilmt. Oh, hier ist der DPD-Mann. Wird übelst wackeln. Ich würde jetzt hübsch schon eine Banane essen. Wenn die Maschine hat halt Zeit, aber müsste eine Banane essen. Was machen Sie da? Was machen Sie da? Dem kleinen Mann eine große Welt zeigen. Dann lass ihn einfach nur laufen. Oh, ich brauche noch was zu trinken. Hast du noch deinen kleinen Eistee? Oh, soll ich den wirklich trinken? Los, tu es. 99 Cent? Ja, 99 Cent? Wir sind da hier. Wie heißt denn das? Bei den Amis auch, das ist alles Dollar, gell? Hör mal die Dose. Warte, ich bin ganz überfordert mit meinem Leben. Weil wir wollten jetzt den Fiat hier aufladen, Jungs. Der ist richtig nice. Der steht schon länger da. Wenn das so ein paar Schritte hat, dann hätten wir die Türke verklauen können. Das ist ekliges Wetter, ey. Hast du geguckt? Die ganze Bremsleuchte. Ach so, ja, die ist weg. Aber die letzte noch da. Das hält aber nicht mehr. Warum?
ihn nicht mehr. Ich krieg nachher auf den Golf, ey. Nee. Aber ich bremse mal kurz, da kannst du mal gucken, dass keiner guckt. Das ist aber eine Dose, ey. Wette, ich trinke davon einen Schluck und dann muss ich sofort richtig hardcore krass Scheißen. Toilettieren. Aber wir haben eine Banane, kann ich essen. Als Tropfen. So, wir haben jetzt gerade mal das Arizona aufgemacht. Das ist schlecht. Riecht richtig. Das riecht wirklich richtig nach. Jetzt wird nicht gekotzt. Nimm nur meine Nase. Das ist richtig räudig, richtig. Das Schlimme ist, das riecht auch richtig so nach Kohlensäure und dann hast du gar keine Kohlensäure da drin. Nee. Und dann schmeckt es auf dem ersten eigentlich gar nicht so schlecht, aber es schmeckt nicht. Ich kipp's jetzt weg. Soll ich es wegkippen? Nein. Trinkst du's? Also weggekippt wurde das denn? Alter, was ist denn jetzt? Deine Augen sehen richtig räudig aus gerade. Warum? Was ist mit meinen Augen? Die sind jetzt gerade so richtig klar. Ja, weil ich gerade echt fast gekotzt hätte. Ja, sieht auch genauso aus. Sieht auch genauso aus. Trinkst du das Zeug jetzt? Es schmeckt noch irgendwas, was keine Kohlensäure hat. Aber wir haben hier gerade Stau. Und ich kann nicht mal schnell raus, ob wir was zu trinken holen. Das ist wie bei Bruce Willis, bei nur 40 Sekunden, der stirbt langsam. Während der Fahrt springt er raus. Fahr weiter. Nicht so schnell. Los, lauf! Lauf, lauf Forrest! Lauf, Forrest! Und meine Bampe, die wackelt. Geil, hat Spaß gemacht. Ja, bist jetzt fit? Ich bin jetzt richtig fit. So, jetzt sehen wir, wenn man es richtig ist. Ich bin ein chronischer Mundfurzer. So, wir sind gleich da. Nee, nicht nur Mund. Nicht nur Mund, wir sind gleich da. Wir haben den Kamera-Akku fast leer. Es schifft wie Scheiße vom Himmel. Die ganze Zeit schon. Wir hatten gehofft, dass wir den Golf ein bisschen trocken heimkriegen. Das wird nicht so klappen. Wir wollen jetzt erstmal schnell zu Carsten in seine heilige Halle. In seine heilige Felgenschmiede und sammeln dort alle Teile ein. Da gehen wir Mittagessen und dann fahren wir nochmal zu Carsten und laden das Auto auf. So ist der Werdegang, falls das Akku leer wird. Aber wir haben noch ein Handy, können wir noch filmen. Ja, das stimmt. Das stimmt, also wollen wir uns gar keine Sorgen machen, dass ihr nichts mitbekommt. Aber ich denke, Carsten hat auch eine Schwarzwälder Kirsch gebacken, oder? Ach, hoffentlich, ja. Dass er was gemacht hat. Müssen wir mal fragen. Bist du wieder in einem YouTube-Video zu sehen bei uns? Das ging schneller wie gedacht. Oh, ich bin jetzt fünf Stunden nicht ausgestiegen, ey. Noch einmal kurz. Ah, aber das kann das Ding jetzt hier drehen und dann sehen wir uns zusammen, ey. Ich bin doch mal dich, nicht mich. Toll. Na, mein Freund. Was ist los? Na, ich bin fertig. Bist du ein bisschen traurig, dass wir das jetzt holen? Ja. Moin. Moin. Na. Warum? Ja, ein bisschen doch. Ein bisschen, da geht ja. An gute Hände. Weißt du, ja. Altes Auto, kein Geschiss. Ja. So, wir gehen jetzt einmal kurz durch und dann muss ich los. Ja, dann musst du groß. Ja, dann muss ich groß. So, pass auf. Motor, Getriebe, ABF. Tausend Bretter an der Binde. Soll ich den Carsten Cooler hier hinstellen, wenn deine Jungs kommen? Habt ihr schon was getrunken? Weil ich mops mir noch zwei Fleisch. Meine können. Jungs? Ja, deine Ostblock-Jungs. Du willst ihn hier lassen? Ja. Okay, cool. Also ja, ich trinke nachher noch eine Cola. Immer nur Bier sauft. Die sauft immer so viel Bier. Das ist nicht gut, wenn du Bier sauft. So, ich schnipse jetzt und dann ist alles weg hier. So, die Hütte wieder leer hier. Kann ich wieder was machen. Ich zeige Ihnen mal schnell, wie gut wir das verpackt haben. Ja, aber schön wäre, wenn auch hier oben. Also, wir können uns wieder buchen. Nimm mal, ich hole nochmal ein Tuch. Als Meister. Legen wir hier oben rauf. Meisterpacker. Ich will jetzt gar nichts hier, das ist auf jeden Fall auch nicht verpackt. Wie geht denn das hier? So. Ja, ein bisschen heller. Guckt, Freunde. Top. Wäre voll Tetris. Haben früher aufgepasst in der Schule. Ja, Motor ist ganz vorne, der hält auch. Sieht man schon gar nicht mehr. Sieht man gar nicht mehr. Also, was ist denn jetzt passiert? Ach, jetzt auf Auto. Guck, das ist natürlich. Ich würde sagen, jetzt hast du natürlich was Schönes. So, ich würde sagen, wir machen uns vor an den Golf und den drin hochziehen jetzt.
Ja, nu, es ist los hier. Ja. Noch fährt er mit seinem Eimer weg hier, oder was? Dass man hier fahren kann. Ich sag euch, noch zwei Wochen. Mit dem Kahn hier, mit dem Kahn und dann geht es. Noch zwei Wochen hier und dann läuft das alles wie geschmiert. Dass wir so Hübenknibbel reden. Wie geschnitten Brot hier. Wie geschnitten. Ah, das ist eine echt wilde, zusammengerappelte Fuhre. Und mir fällt der Motor nicht um. Das ist so mein größtes Bedenken. Also der Motor steht ja mit allem fest. Ja, und dem Brett. Warte, warte. So ein Brett. Was? So. Ich wollte gerade sagen, das ist höchstens so. So. Das ist so schamhaares Breite hat das Brett. Okay. Hier steht das richtig geile Schmuckstück, Leute. Hier ist unser Gefährt. Ist wie im Autohaus. Sexy. Richtig sexy. Der ist aber flach. Halt, das geht. Low-Tech Megalow, Freunde. Ohne Motor liegt das Ding ordentlich im Keller. Richtig fett. Gut, wir gucken mal, schieben mal raus. Nur 50% Akku. Was hier siehst du das erste Mal live. Kritische Blicke. Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Wollen wir abdecken, ja? Ja. Anleitung zum Auto. Anleitung zum Auto. Rechnung? Ist schon auf beiden? Auf beide geschrieben? Hier ist von dir noch das Lotus-Bett, das du mir mitgeschickt hast. Ja. Und hier sind halt alle Papiere von dem Auto, ne? Also von den ganzen Vorbesitzern, TÜV-Berichte, Bordbuch, Papiere. Nice, aber alles. Und warte mal, das müssen eigentlich hier. Genau, das sind die. Die letzten Papiere von dem Auto. Ne? Schlüssel ist nur einer vorhanden, der steckt. So, ja, dann kannst du abdecken. Wie gesagt, in dem Zustand, wie er jetzt ist, ist er auch schon wieder über ein Jahr. Also, glaube ich, über ein Jahr nichts passiert. Achso, wollen wir mal rausschieben? Das hätte. Das passt ja alles. Ne? Guckst du mal bitte? Ich find's geil. Kein Halter dran jetzt. Ne? Ted! Wo ist ein Drittel Motoren? Was? Siehst du hier etwas, das nicht stimmt? Nein. Wir haben keine Motoren! Oder etwa doch? Nein! Oder doch? Nein! Oder doch? Nein, habt ihr nicht! Ich geh jetzt wieder zum Knallen? Ja. Oh. Achso, das passt, das gilt schon. Mist. Nee, geht aber. So. Verladen, mal schnell den Rasen hier rumrasen. So, eisig kalt, schön am Pissen, durch eine wilde Heimfahrt. Da irgendwas essen, ey. Nur so ein bisschen Knacker gefuttert, ein bisschen Gedöns. Da war, als die Lütte da ist, da war es ja so gut wie nichts mehr passiert. Ne? Vielen Dank. Sie werden Ihr Fahrzeug wiedersehen. Ja, da gehe ich von aus. Plan ist, dass er Tuning World Bodensee steht. Auf jeden Fall. Da muss ich immer ein Steppenpferd setzen. Ja, sicher. Wollte, nächste Woche soll das Ding brummen da drin. Was ist denn mit dir los? Durcheinander. Halt, oh, halt die alle da drauf. Oh, das ist gut. Halt die alle da drauf. Das wird hier festgehalten. Das ist scheiße. So, was sagt die Uhr? 11:30, Basti. Ach hier, da ist Basti, hier drüben. Wann sind wir heute früh los? 7:30? Um 7:30 rum. Stark. Sind auf jeden Fall ein Problem angekommen. Wir werden jetzt morgens Dinge in Ruhe nochmal abladen, die ganzen Teile, gucken, was man braucht, was man fehlt. Und dann macht Niklas die Tage noch einen schönen Porn von dem Teil. Und ja, wir verabschieden uns. Wo ist Basti jetzt wieder hin? Basti ist weg. Da hinten, warte. Warte, mach dich scharf. Mach dich nicht. Jetzt. Tschüssi. Bis demnächst, wenn wir hier weiter agieren. Am feinen, schniegen Jolf. Girls with their nails done.
was mit den Nails done.